So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von City Skylines. Und ja, ich habe immer noch nicht die Kommentare gelesen, die jetzt in den letzten Folgen eventuell geschrieben habt. Da, ja, die Aufnahme doch schon etwas länger dauert als ursprünglich gedacht, weil ich halt für mehrere Tage etwas vorproduzieren werde. Und deswegen das halt so ein bisschen nach hinten gezogen wird. Mit den Kommentaren lesen. So. Oh, hier hinten bauen sie sich jetzt aus, weiter. Sehr schön, sehr schön. Also wenn sie das hier mal getan haben, können wir meinetwegen darüber reden, wie es aussehe, wenn wir zum Beispiel weiterbauen. Ey, das ist auch ein Gebäude für die Ölindustrie. Wir haben hier selber eins hingesetzt. Und cool. Das gibt es als Gebäude der Ölindustrie. Ich glaube es nicht. Ach ja. So, ernsthaft, ich muss hier auch wieder diese Kugel reinziehen. Wieso leckt denn das ab und zu? Ist das schon zu viel für den kleinen Freund hier? Also, das Spiel zu groß oder woran liegt das, dass er ab und zu mal so in die Knie geht? Was natürlich ein guter Fall sein kann. Denn City Skylines hat mittlerweile auch schon mehrere Gigabyte Arbeitsspeicher in Benutzung. Ich bin jetzt derzeit bei 15 Gigabyte und mit dem Spiel offen. Also, von daher hat das Spiel doch schon gerne beträchtliche Größe mittlerweile. Vor allem für die Leute, die nur 8 Gigabyte oder sowas am Rechner haben, ist das dann natürlich verdammt blöd. Wenn sie dann so ein Spiel haben, so, Halleluja, ich ziehe mal fast alles an Ressourcen. Und ja, lassen wir mal so stehen, unbegründet. Passt schon. Also jetzt nicht unbedingt unbegründet, aber ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Ne? So, genau. Ihr müsst euch mal vorstellen, jetzt muss ich mal kurz hier raustappen, wenn wir zum Beispiel nur 3 Felder gehabt hätten, wie schnell wir hier voll gewesen wären. Ihr müsst euch nur mal vorstellen, das wären nur unsere 3 Felder gewesen. Ne? Da hätten wir schon so viel nicht machen können. Wenn wir uns jetzt hier unten alleine das Industriegebiet anschauen, ne? Wir können jetzt hier auch so ein bisschen drauf gucken. Das ist einfach nur mega, mega riesig. Das ist, ja, das größte künstliche Netzwerk, würde ich sagen, was ich bislang, ja, gesehen habe. Jedenfalls in diesem Spiel, ne? Alleine wenn man hier ja drauf guckt, so vom Fluss aus, sehen wir da hinten was, hier was, da was. Von daher, ja, hat schon was Schönes. Oder hat doch ein bisschen was, ja, Cooles, wenn man vor allem so guckt. Natürlich, muss man da halt noch sagen, hier, da ein bisschen, da ein bisschen. Ja. Also, man kann da eigentlich nichts sagen. Hier müssen wir natürlich noch die Strecke ausbauen. Dass wir da zum Beispiel halt nochmal die normale Straße erweitern. Schiene erweitern, dass wir halt hier zweispurig hier hochgehen. Und dann für jede Richtung ein, ja, eine Abfahrt bauen, so gesehen. Dass hier die Züge keine Probleme haben, irgendwie zueinander zu finden oder irgendwo hinzugehen. Ja, das ist so noch eine Sache. Das ist der Bahnhof. Ich wollte gerade fragen, so, hä? Was ist denn Bahnhof, wie ist denn das? Aber das ist ja hier unser normaler. Fahren da denn Leute? Da fährt eine Person mit. Glaub's nicht. Mhm. Genau, hier haben wir ja das letzte Mal hier die Strecke hingebaut. Haben hier oben die Straßen gebaut, dass das alles passt. Hier oben müssen wir natürlich noch das Kreuz wieder anpassen. Das können wir eigentlich auch mal irgendwann die nächste Zeit machen. Hier unten führt es natürlich etwas steiler hoch. Ja, da könnten wir hier unten eigentlich mal die Kappen und dann können wir das auch nochmal flach machen. Aber es muss ja auch nicht unbedingt sein. Wir machen jetzt erstmal hier die Eisenbahnbrücke. Damit wir hier auch endlich mal fertig sind mit der Geschichte. Das war da nichts mehr großartig extra zu tun haben, weil die Autobahn haben wir ja irgendwann schon mal angepasst gehabt. Die ist auch wieder gerade. Beziehungsweise nicht unter Wasser, formulieren wir es lieber so.
Das sieht auch ganz gut dann aus. Nur halt hier hinten die Eisenbahn. Muss halt noch angepasst werden. Wieso sieht das so komisch aus? Ich verstehe es nicht. Ist das jetzt gerade oder geht das bergab? Es geht doch ein bergab. Genau, 15 ist sogar die Höhe hier. Genau, dann können wir hier das ja gleich parallel anpassen. Jep, das sieht gut aus. Und dann gehen wir halt hier runter und bearbeiten das halt hier. Okay. So. Dann sieht das auch ganz gut aus. Dann müssen wir jetzt nur noch hier hinten fortfahren. Ja, vielleicht sollten wir hier hinten mal wieder so ein bisschen absacken. Obwohl, wir können ja noch auf 30 weiter rüber, dass wir dann bis zum Ende durchkommen. Und dann halt sehen, ey, guck dir das an. Das muss doch nicht unbedingt immer so sein. Dann hat sich das auch. Wieso ist das eigentlich auf jeder Seite unterschiedlich, ne? Irgendwie auf einer Seite mal hier so ein paar Meter plus, auf der anderen da mal so einen Meter runter. Hä? Okay, lol. Also ist doch schon mal gut, dass man so guckt. Kann man wenigstens so erahnen, wo das Ganze hingeht, wenn mal hier irgendwie was schief läuft. Nö. Naja, ne. Aber das ist wenigstens eine schöne Abfahrt hier. Aber das jetzt weiter hier runtergehen lassen. Okay, der geht wieder gerade. Ich verstehe es nicht. Okay, vielleicht sollten wir hier mal wieder so ein bisschen ausrichten. So. Weil irgendwie hat der eine 18 Meter Unterschied, 18 Meter und der andere hat man irgendwie jetzt hier 21 gehabt oder mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Genau. So, 15. Lieber hier wieder hoch auf 18. So, 15. Und dann hier hinten 18, bevor wir rübergehen. Okay, irgendwie gehen wir hier immer weiter auseinander. So. Hier haben wir jetzt halt eine, so eine Art Weichenkreuzung eingerichtet. Ja, Weiche wird es besser definieren. Mit der es halt möglich sei, der Züge auf die anderen Gleise zu bringen, obwohl zum Beispiel da gar nichts ist so wirklich. Das wird ihn dann da halt einfach runterlotsen und fertig ist die Tüte. So auf 12 Meter. Dann machen wir jetzt hier zum Beispiel nochmal auf 9 Meter runter. Und dann folgen wir auf der Strecke hier nochmal so 3-4 Meter. Dass wir dann hier einen ordentlichen Abgang haben. Das sieht sogar ganz gut aus. Dann machen wir dasselbe jetzt hier drüben. Das war halt hier. Ja, uns dem Ende nähern. Jetzt natürlich angeschlossen haben.
das Ganze jetzt doch ein bisschen anders aussieht als ja vorher. Jetzt haben wir hier nämlich zwei direkte Gleise rüber. Ohne dass wir jetzt hier irgendwie tauschen müssen. Genau. Die einzige coole Sache wäre noch hier hinten so eine Weiche drinne haben, dass sie von links nach rechts können. Oh, ihr seht schon, das wird nichts. Jedenfalls nicht da vorne. Da bleibt eh noch die Möglichkeit hier hinten. Das heißt, frühzeitig ausrichten, sich dann halt auf die Begebenheiten einlassen und sagen, jupp, ist leider so, mache ich mit und fertig ist das Ding. So. Die Überlegung ist gerade auch noch, ob wir diese Strecke hier hochsetzen. Oder teilweise hochsetzen, obwohl es sich nicht lohnt, da wir unten eine Strecke eh lang gefahren haben. Dann jetzt zerreißt sich gerade wieder den Kopf wegen nichts. Und nochmal nichts. Irgendwie schaffen wir das. Genau, hier oben fahren eh die Züge runter. Die Frage ist, fahren hier auch Züge von da hier rüber und dann da runter? Ja oder nein? Alter, voll der Riesenzug wieder. Ja lol, fährt echt einer. Krasser Shit. Okay, eigentlich habe ich vorher gedacht, nö, da fährt keiner so wirklich da die Strecke runter. Aber anscheinend geht's doch. Ja, hier müssen wir auch noch ein bisschen ausbauen, dann sollte das auch langsam wieder hinhauen. Was ist das hier? Hat denn den Passagier mit? Genau, das wollte ich noch in der letzten Folge eigentlich machen, dass wir hier nochmal so ein bisschen jetzt den ja, Nahverkehr ändern, da wir jetzt ja hier endlich wissen, hey, guck mal, zum Beispiel hier musst du lang oder schau, hier musst du lang. Das halt hier auch wieder definieren. Was geht. So. Hier, das ist Linie 1 gewesen. Dann machen wir doch jetzt da eine Abfahrt. Da eine hin. Schmeißen den halt da runter. Machen da auch noch mal eine Linie rein. Dann haben wir das hier eigentlich soweit, ne? Dann treffen sich halt die Busse hier hinten und drehen den Kreis. So. Und das kann auch was werden, wenn hier wirklich mal die Stadt voll wird. Beziehungsweise die Industrie voll wird. Weil dann haben wir hier ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was. Und dann sieht das halbwegs gut auch schon wieder aus. Könnt ihr nicht mal die Klappe halten mit diesen Meldungen? Ah, not enough raw materials auf einmal. Jedenfalls bei dem hier. Der da. Not enough buyer. Not enough dyer. Not enough buyer. Not enough buyer. Okay, krass. Und dann heißt es wohl da hinnehmen und abwarten, ne? Dann kann man aber hier. Ja, wir wissen, dass es sowas gibt. Können wir hier nochmal was einfügen? Da ich davon mittlerweile weiß, machen wir es natürlich. Jetzt hätte ich gesagt, nö, juckt mich nicht. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass es hier diesen Zaun gibt, der halt es möglich macht, dass wir hier zum Beispiel halt so eine Deko-Umrandung machen. Für zum Beispiel halt die Bushaltestelle oder sowas. Von daher macht das eigentlich auch nur Sinn, wenn man das setzt. Außerdem schaffen wir so ein bisschen Detailverliebtheit ins Spiel.
Zack. Zack. Wo waren hier die... Jetzt weiß ich, wieso sie immer da hinten drehen. Weil die Ausfahrt falsch gesetzt war. Ich hoffe, dass sie jetzt richtig hier reinfahren. Genau, das sieht doch schon eher nach dem aus, was wir da haben wollten oder was ich haben wollte. So. Genau. Kann ich jetzt hier noch eine zwischensetzen? Nee. Aber so haben wir dann hier doch ein bisschen was geschafft. Jetzt muss man halt definieren. Hey. Ich möchte nur die Felder und ich möchte nur die Felder zum Beispiel an die Industrie noch weiter vergeben. Das soll ich hier dann halt auch so ein bisschen klar abtrennen. Hey, das ist genau unsere Haltestelle. Da darfst du nicht. Ein gutes Punkt, da darfst du gerne. Ja. Ah, lol. Kann man das auch irgendwo setzen? Nee. War auch nicht schlecht, ne? Da hat dann irgendjemand seinen Schutter abgeladen. Mir auch egal. Hauptsache, es sieht ja natürlicher aus. Okay, vielleicht ist das Gras da ein bisschen zu hoch gerade gewesen. Ah, dieses Fahren, ne? Und dann brauchen wir hier nochmal so einen riesen Mammut. So. Genau, hier haben wir jetzt halt auch was Schönes hingezimmert. Das kann man eigentlich sogar so lassen, ohne dass man irgendwie sagt, ich muss da noch irgendwas ändern. Das sieht soweit ganz gut aus. Die Frage ist... Was kann man denn hier noch so lang legen, damit es halt noch läuft, ne? So. Hier hinten kann man ja eigentlich... Genau, dann kann man zum Beispiel da eine setzen. Dann hier oben noch eine. Da eine, bevor wir reinfahren. Da eine. Dort nochmal eine. Die da. Die. Den dahin. So. So, dann nutzen wir da einfach 8 Busse. Das sollte auch dann mit der Zeit reichen. Ach genau, die fahren da oben raus. Das ist schön. Dann nutzen wir wenigstens hier mal beide Busdepots. Etwas mehr als nur... Naja, lassen wir mal stehen und warten ab. Das ist gut. Wieso schwanken wir denn hier mit den Leuten schon wieder so kräftig? Ja, da müsste leer sein. Die ist immer noch nicht leer. Der ist leer. Hatten wir hier noch einen? Ich kann mich doch erinnern, wir hatten noch irgendwo einen von denen stehen. Ja, der ist schon wieder in Befüllung. Nehmen wir das einfach wieder raus und fertig ist das Ganze. Genau, hier können wir nochmal den Weg lang ziehen. Genau, das sieht gut aus. Das passt. Hier oben ist schon wieder Polizei gefragt. So, brauche ich hier nochmal ein Gefängnis oder was? Stimmt, die Polizei könnten wir hier oben auch noch mal bald gebrauchen.
So, eigentlich nur bald. Wir können die jetzt ja eigentlich schon platzieren. Genauso wie die... Oder wie eine Feuerwehr. Die wir hier irgendwo dran knallen. Fahrzeuge, dein Ernst? Alter Finne. Dann bauen wir hier noch das Krankenhaus. Sieht ein bisschen veraltet aus. Aber ist halt auch nicht unbedingt das Schlechteste. Finde ich auch. Ihr seht das genauso wie ich. Supi. So. Okay, alle erstmal ausgerückt. Fehlentscheidung. Wir bauen doch das Große. Ist ja noch größer von der Grundfläche. Wieso sind die alle so riesig? Ich dachte, die wären immer voll klein gewesen. Jetzt einfach nur noch hier wieder. Mit ein paar Bäumen. So. Wir wollen ja auch nicht übertreiben. Aber hier und da mal so ein paar kleine Dinger. Und dann halt hier hinten nochmal ein paar. Normale, dann dazwischen zum Beispiel nochmal eine Tanne oder so und dann hier nochmal so einen großen, damit es halt ja, normal, Anführungszeichen, aussieht. Dann sollte das auch so langsam passen. Das sieht gut aus. Naja. Gut. Naja. So, wo hatten wir denn hier noch so eine Riesenfeuerwache? Medium. Die, meine ich, hatten wir immer schon gebaut oder hatten wir die noch gar nicht? Ich weiß gerade gar nichts, ob wir die schon hatten oder ob die noch nicht da war. Finde ich, haben wir sie jetzt. Schadet auch nicht. So, jetzt können wir zum Beispiel nochmal so eine kleine... unserer Straße dran bauen. Haben wir hier zum Beispiel halt so einen Schleichweg oder so. Der wieder Richtung Bahn geht. Dahin und dann tun wir so, als wenn wir den hier hinten dran irgendwie verbinden wollen. Was aber nie tun werden, weil es wirklich nie gibt zu tun. Hallo. Spiel. Oder wir binden es einfach an und tun so, als wenn nie was gewesen wäre. Hat auch eine Möglichkeit. Dann haben wir da so eine ja, Notfall-Situationsausgangsklappe. Nennt's wie ihr es wollt. Wir haben schon wieder weniger Menschen. Irgendwie wächst ja unsere Stadt, so sehen wir es ja auch hier. Problem ist, irgendwie auch nicht. Also vor allem von den Einwohnern her. Hier unten werden zwar immer wieder neue Commercial Zones gebaut, aber keine ja, Gebiete für zum Beispiel Wohngebäude. Also wir haben hier noch genügend Wohnmöglichkeiten theoretisch gesehen über. Aber irgendwie baut hier nirgendwo einer und ja, so halt. Ne? Ist irgendwie ein bisschen blöd. Aber... naja, lassen wir mal so stehen. Sollten wir es hier hoffentlich auch mal bald klären.
Vielleicht machen wir es ja nochmal so, dass Leute, wenn die sterben, nicht wirklich sterben, um die Leute, oder wenn Leute an Altersschwäche erkrankt sein sollten, dass die zum Beispiel nicht von uns gehen, sondern gesagt wird, ey Jungs, ihr lebt noch weiter, egal was komme, ihr könnt so alt werden, wie ihr wollt. So einfach übertrieben gesagt, ja, ein Altersmotto oder so, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, benutzt, aber ich meine davon schon mal gehört zu haben, dass man den halt nutzt und sagt, ja, nutzen wir den doch. Das war halt eiskalt, ne? Aber wen juckt's? So, wie viel hatte der? 20 Leute, doch so viel. Und dann kommt der Zug ja auch noch regelmäßig, von daher ist es dann auch nicht so schlecht. Naja, die fahren mal wieder durcheinander, das war typisch. Genau, 106 Leute waren schon da diesen Monat, 107. 4 Leute, 3 Leute, okay, anscheinend fahren doch mal ein paar wieder rüber. Es ist nicht schlecht, sagen wir es. Sagen wir es, wie es ist. So. Da hat sich ein Haus mehr gebaut. Das ist okay. Hier hat sich nichts weiter. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Ja, hier überlegen wir uns noch, wie das hier endet. Da sollten wir uns auch noch mal bald Gedanken machen. Vielleicht bauen wir jetzt so eine Art Wendeschleife. Obwohl, das können wir jetzt noch mal ausprobieren, kurz. Gerade bitte. Und dann können wir hier zum Beispiel sagen, ey Junge, die fahren hier rein. Sehen, Mahlzeit. 95. Und etwas über 90. Und dann ziehen wir das hier nochmal ein Ducken länger. Machen wir das einfach dahin. Wir können dann zum Beispiel hier nochmal so eine kleinere Straße rumgehen lassen, die dann zum Beispiel hier auch noch einen Übergang hat, wo wir dann halt hier rüber kämen. Zwar da einfach auch nur auf die andere Seite können. Hauptsache, die Fahrzeuge wenden jetzt hier erstmal. Oder können jetzt hier erstmal wenden. Definieren wir es lieber so. Und dann sollte es ja auch langsam hinhauen. Hey, wir machen es wieder auf groß. Das sieht okay aus dann. Jetzt müssen wir hier einmal die Ampel entfernen. So, genau. Das sieht gut aus. Dreiundzwanzigtausend, was? Soll ich hier etwa noch mehr die Steuern senken oder was? Ach du Scheiße, ich habe das ja schon für einiges gesenkt. Also normalerweise würden wir mehr als Milliarden, Millionen Gewinn machen. Alter, was hier für Fahrzeugschlangen fahren, ne? Aber aus Gründen, die mir bislang noch unerfindlich sind, irgendwie auch nicht. Ja, eigentlich schon, ne? So. Probieren wir das mal mit der Zweispurigen hier aus. Hier dann dasselbe. Und dann kommt hier hinten einfach nur vierspurig dran. Das würde zum Ende führen, genau. Ah, da geht's nicht. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut. So, dann können die hier normal auch fahren. Prima, perfekt. Und, oh, ich bin glaube ich schon längst wieder über meinen 20 Minuten Regelzeit, die ich normal haben sollte. Also die letzten paar Folgen auf jeden Fall. Davor die Folgen. Oh ja, auch der Fall. Und zuvor auch der Fall. Ich weiß nicht, ob ich wirklich die Folgen kürzer machen soll oder halt die Folgen von der Länge so lasse, damit es halt, ja, für euch keine große Änderung gibt.
Aber naja, kann man ja noch mal drüber reden, ne? Ist jetzt auch nicht so schlimm. Cargo Hub. Der steht da immer noch. Genau, die haben wir ja eigentlich immer im Nichts enden lassen. Das da denken, das wäre ein Bahnübergang mit Fester. Dann machen wir das erstmal nochmal weg. Wir können ja notfalls, wenn wir jetzt mittlerweile diese Tools zur Verfügung. Könnt ihr ja erstmal verschließen. Von hinten. Lenken sich zwar ein. Ey, das ist offen. Aber ist es geschlossen. Sie haben nur noch die Ausfahrtmöglichkeit. Halt an den Seiten und fertig ist die ganze Geschichte. So. Haben wir alles einfach fertig. Ist auch egal. Naja. Ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es ruhig in die Kommentare rein oder gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann morgen wieder. Hoffentlich wieder in alter Frische, denn langsam bin ich auch etwas müde und geschafft. Von daher sehen wir uns. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.